Das Nadelöhr der Liebe. Was ist das denn? Well, nun, wenn der Heilige Geist dich berührt hat oder wenn du sagst, hey, ich bin bereit für Heilung, ich bin bereit, das Alte nicht mehr fortzusetzen, ich habe die Nase voll vom Alten, ich will das Neue und du lässt dich von ihm berühren, dann brennt er einfach deine Illusionen weg. Und alles das, was wir dachten, was Liebe wäre, zum Beispiel, wie du mit jemandem bist, wo du im anderen was suchst, wo du bei anderen nett warst, wo andere oder wo du versucht hast, ein stabiles Selbstbild von dir abzugeben, da kommt er überall rein und sagt, ja, das ist respektiert, weil du das mit deinem Heiligen Geist, also du hast es gemacht mit dem Heiligen Geist, den Gott dir gegeben hat. Du bist Heiliger Geist und du hast Heiligen Geist. Und deswegen ist dein Machwerk, egal was du gemacht hast, respektiert. Deine Bilder und deine Gedanken und Urteile sind respektiert und sie sind nicht die Wahrheit. Also wirst du daraus aufgerüttelt, klopft. Und dir wird gezeigt, dass all das, was du zu sein glaubtest, ich bin Andreas, ich bin ein lieber Kerl oder ich bin ein Scheißkerl oder ich bin so mittelmäßig dabei, all das überhaupt nicht stimmt. Und dass da nirgendwo ein Urteil drauf ist, sondern einfach nur gesagt wird, und jetzt beurteile nicht, sondern lass einfach die Energie zu. Die Liebe, die dich durch das Nadelöhr deiner eigenen Vorstellung von Liebe quetscht. Während das Nadelöhr aufgelöst wird. Okay, jetzt mache ich es ein bisschen konkreter. Vielleicht hast du schon abgeschaltet, weil es zu abstrakt wurde. Heute war ich beim Kurs im Wundern Festival in Griechenland und das läuft noch bis Mittwoch. Und habe mich nebenan in eine Kabine gesetzt, weil ich einen Artikel schreiben wollte. Und gerade so, als ich dachte, naja, hier bin ich safe, hier kann ich so arbeiten und kann mein Arbeitsding machen, spielte die Referentin auch für sie unerwartet einen Song ab, den sie eigentlich gar nicht abspielen wollte. Auf jeden Fall fasste das so Feuer unter den ganzen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass die einfach nur mega in die Energie gegangen sind und eine der Teilnehmerinnen hin und her lief im Raum und auch immer gegen die Wand klopfte, wo ich gerade saß. Und ich merkte, oh nein, ich will mich doch hier nicht finden lassen, ich will einfach in Ruhe arbeiten. Aber merkte, doch, doch, das war für mich. Das war für mich. Und es war, hey, du kannst dich nicht verstecken vor der aktivierenden Energie der Liebe. Und tatsächlich lief der ganze Vormittag mit verschiedenen Referentinnen darüber, von alten Vorstellungen von Liebe loszulassen, Liebe im anderen zu finden, Liebe in dem zu finden, wie der andere aussieht. Ah, ich möchte hier etwas von, ich erhoffe mir hier etwas von jemandem oder würde gerne was von mir, von ihr haben oder von ihm und nenne das Liebe, freundlich. Ich möchte, dass jemand freundlich zu mir ist. Und all das ist viel zu klein für das, was Liebe wirklich ist. Und der Heilige Geist kann uns da nicht belassen. Heute gehört der Liebe. Lass mich ohne Furcht sein. Lass mich keine Furcht vor dem Nadelöhr haben, durch das er mich führt. Und es ist nicht wirklich ein Nadelöhr, in dem irgendwie eine Gefahr lauert, sondern es ist ein Nadelöhr, weil Illusionen einfach mal Illusionen sind und wir keine Ahnung haben, wie sehr wir an Illusionen glauben. Daher fühlt es sich an wie, oh Gott, ich glaube, ich soll irgendwo durch, wo ich gar nicht glaube, dass man da überhaupt durch kann. Und hier ma macht es einfach sehr viel Sinn, dich so transparent und wehrlos innerlich zu machen, wie du gerade kannst, einfach beim Wunder zu bleiben, wird dir einfach nochmal klar darüber, worum es geht. Das hier ist der Moment deines Erwachens. Das ist der Moment, wo du Wunder wählst statt Urteile, statt die Dinge zu kontrollieren, statt den richtigen Lauf der Dinge zu wählen und den falschen Lauf zu vermeiden. Es geht nur um diesen Moment, in dem du versucht bist, Wunderimpulse in Fantasien umzulenken und damit weiterzuträumen.
Wunderimpulse sind dazu da, um dich aus Träumen aufzuwecken und die Ebenen in dir wieder in Einklang zu bringen, auf dass du sehen kannst, dass dies der heilige Augenblick deiner Befreiung ist, deiner Auferstehung, und du einfach nur hier sein brauchst und das Licht die Arbeit machen lassen brauchst. Lass mich ohne Furcht sein, denn dein Gebet war: Ich möchte die Liebe finden und akzeptieren, wie sie wirklich ist. Ich möchte sie nicht zu kranken Formen verdrehen. Das Bild des Bruders kann mir nie etwas anbieten, sondern nur das, was er in Wahrheit ist, und er ist heilig. Vater, hier kommt das Gebet. Lass uns darin verbinden. Vater, heute möchte ich alle Dinge so sein lassen, wie du sie erschaffen hast, und deinem Sohn die Ehre geben, die seiner Sündenlosigkeit gebührt, die Liebe eines Bruders zu seinem Bruder und zu seinem Freund. Dadurch werde ich erlöst. Dadurch wird auch die Wahrheit dort einkehren, wo Illusionen waren. Licht wird alle Dunkelheit ersetzen. Und dein Sohn wird erkennen, dass er so ist, wie du ihn schufst. Und jetzt lassen wir einfach das Licht die Arbeit machen. Ich möchte nichts verdrehen. Ich möchte nichts beurteilen. Ich möchte nichts in die Zeit legen, sondern einfach nur dankbar sein, dass ich überhaupt nichts mit Zeit machen muss, mit diesem Moment machen muss, nichts planen brauche, nichts sicherstellen brauche, sondern einfach meine Welt wandeln lasse. Einfach mein altes Denksystem durch die Liebe Gottes verbrennen lasse oder durch das reinigende Feuer rein sein lasse. Okay, komm, wir machen das hier. Ein besonderer Segen kommt heute zu uns von ihm, der unser Vater ist. Möchte ich mich an Zeit festhalten? Oder möchte ich die Zeit, die ich jetzt habe, ihm geben? Gib ihm diesen Tag und beurteile nichts, was geschieht. Lass das einfach in dir Raum finden. Lass dich verändern. Lass dein altes Selbstbild los. Versuch nicht, was zu vermeiden oder irgendwas herbeizuziehen. Lass dich verändern. Lass dich erinnern, worum es geht. Das hier ist deine Heilung. Die Erinnerung an das Licht, das du bist. Gib ihm diesen Tag. Und es wird heute keine Furcht geben, weil der Tag der Liebe hingegeben ist. Du bist rein. Du bist frei. Du bist der heilige Sohn Gottes. Du bist geliebt und unterstützt und getragen. Ohne Kompromiss. Und wenn der Heilige Geist kommt und dich aus deiner Hütte rausklopft, dann tu nicht so, als wärst du nicht gemeint. Sondern sei ehrlich und sag: Das ist eindeutig für mich. Es ist keine Versuchung. Es ist ein sich dich jetzt aufrichten, ausrichten in Raum und Zeit, dich erreichen zu lassen, um zu sehen, dass du nicht in Raum und Zeit bist. Das, was glaubte, in Raum und Zeit zu sein, war nur eine Überzeugung, eine alte Idee, die du über dich hattest und jetzt erkennst: Krass, das konnte ich nie sein. Deswegen fühlt es sich so komisch an. Deswegen hatte ich für dieses Selbst, was in Raum und Zeit zu leben sollte, zu leben scheinte, keine Lösung gefunden, weil es gar nicht existiert. Sondern es war ein Gedanke, den ich für eine Zeit lang hegte und pflegte und nun erkennen muss: Ihn gab es gar nicht. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Heute gehört der Liebe, lass mich ohne Furcht sein, hilf mir, durchs Nadelöhr zu kommen. Und vielleicht fühlt sich dein Nadelöhr ja gemütlich an, vielleicht fühlt es sich eckig an oder kratzig. Macht nichts, dir passiert nichts. Lass dich einfach durchführen, lass dich lieben, lass dich trösten,
Lass dich segnen, segne die Welt, gib, was du empfangen hast. Und wir sehen uns in diesem Moment.